So, unterwegs in Gelsenkirchen-Erle, zwischen den beiden Stadtteilen Gelsenkirchen-Erle und Gelsenkirchen-Resse. Hier links und rechts haben wir überall Maisfelder. Richtig landschaftlich schön. Naturschutzgebiet. Heute mal ein bisschen woanders unterwegs. Mal eine andere Stadt erkunden. Da drüben sind auch die Felder. Vorne läuft die Autobahn. Da sind auch die Felder. Blauer Himmel, weiße Wölkchen heute. Wunderschönes Wetter. Wenn auch ein paar Grad kühler als gestern. Aber muss ja auch nicht jeden Tag 30, 35, 36 Grad sein. Jetzt gleich unterqueren wir hier die Autobahn und gehen unter der Unterführung durch. Wunderschöne Gegend hier. Richtig schön grün. Mal mitten in der Natur draußen und doch sehr zentral zur Stadt hin. Aber auch das macht Gelsenkirchen aus. Also landschaftlich ist Gelsenkirchen wirklich richtig schön. Hat viel Natur zu bieten. Viele schöne Spazierwege, Radwege, Wanderwege. Hier ist der Golfplatz. Hier wird gerade auch Golf gespielt. Hier links und rechts, da geht's über auf die nächsten Bahnen. Hier sind gerade die Golfer auf dem Platz. Und auch da große Golfanlage am Knabenbach.
Landschaftsschutzgebiet. Da muss ich doch nachher mal nachschlagen, welcher Golfplatz, welche Golfanlage das ist. Da muss ich doch mal nachher recherchieren. Aber richtig schöne, große, gepflegte Golfanlage. Schmeißen wir mal einen kurzen Blick hier auf den Golfplatz. Hier ist direkt der Abschlag. Bahn 5. Mit einem Rechtsdrive. Sehr schön. Dann macht die Bahn einen richtig schönen Rechtsknick am Wasser entlang. Golfplatz bitte nicht betreten. Gefahr durch fliegende Bälle. Ja, wenn dann mal der eine oder andere Querschläger kommt, das könnte wehtun. Aber richtig toller, großer, gepflegter Golfplatz. Sieht gut aus. Hier vorne können wir auch noch mal einen kleinen Blick auf die Golfbahn schmeißen, auf den Golfplatz. Hier vorne ist direkt der Abschlag. Hier mit dem Bunker. Ah, heute richtig viel los auf dem Golfplatz. Richtig viele Golfer unterwegs. Riesengroße Anlage. Richtig schön. Schöne Golfanlage hier. Großer Golfplatz. Sieht gut aus. Ich glaube, hier vorne ist auch die Zufahrt. Dann steht da mit Sicherheit auch ein Schild, welcher Golfplatz das ist, welche Golfanlage das ist. Schauen wir doch mal jetzt gleich. Hier geht es zum Abschlag 2. Golfplatz nicht betreten. Nein, machen wir auch nicht. So. Burgsteinfurter Straße. Und das ist hier Gelsenkirchen, Stadtteil Ressermark. Hinter geht der Golfplatz auch noch weiter. Also das ist eine riesengroße Anlage. Richtig schön.
Gehen wir mal noch ein paar Meter hier die Straße weiter runter. Es liegt hier wirklich sehr, sehr schön im Grün draußen. Und eine weitläufige Golfanlage. Da drüben ist ein Gartenlandschaftsbaubetrieb, Kampermann. Schöne ruhige Gegend hier. Ich glaube, ich werde mal in nächster Zeit ein paar mehr Läufe hier in Gelsenkirchen machen. Ein bisschen Gelsenkirchen erkunden. Gelsenkirchen ist nicht nur eine ehemalige Bergbau- und Fußballstadt, nein, Gelsenkirchen hat auch unheimlich viele Grünflächen und Naherholungs- und Freizeit-Entspannungsgebiet zu bieten. Viele Wälder, Felder und Spazierwege. Hier vorne quert der Golfplatz wieder die Straße. Dann geht es hier drüben auch wieder rüber. Noch auf die weiteren Abschläge. Ja, das wird eine sehr, sehr große 18-Loch-Anlage sein. Drüben ist gerade nichts los, hier auch nicht. Können wir mal hier auch noch mal einen Blick auf den Golfplatz werfen. Sehr, sehr schön. Hier sind wir direkt am Abschlag. So, ihr Lieben, ich möchte mich mit diesem kleinen Lauf erstmal verabschieden. Ich werde nochmal weiter gucken. Vielleicht werde ich nochmal das eine oder andere für euch einfangen. Aber ich sage erstmal von hier aus Gelsenkirchen Resse erstmal tschüss und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Glück auf aus Gelsenkirchen. Ciao.